Ja, hallo lieben, Christian Schmeier, Partner, Beziehungscoach, Psychologe, diesmal Videoblog rund um die Themen der Dimension und Liebe. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch auf einer von meinen Lesungen. Es ist jetzt bald soweit, in glaube ich 2 Wochen kommt mein Buch raus. Und wir sind dann erstmal in Frankfurt und Karlsruhe, findest du alles auf meiner Webseite. Und denkt auch, wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dass ihr euch da mal meldet. Ja, heute haben wir aber eine Mail, die so, finde ich, gut zeigt, wie Online-Dating uns einfach zerstört hat als Gesellschaft, weil es einfach so viel Misstrauen schürt und ja, ist auch keiner schuld jetzt oder so. Aber wir sehen wirklich so etwas, ich will es nicht sagen erschütternd, aber eine Mail, wie das dann halt so läuft, wenn man sich einfach nicht mehr vertraut. Meine, wahrscheinlich gibt es ja auch andere Themen noch, aber weil, ja, weil man einfach zu viel Scheiß erlebt hat im Online-Dating. Ne? Lieber Christian, ich habe dich bzw. deine Videos vor kurzem erst entdeckt und mag deine direkte, klare Art. Ich würde auch gerne einen deiner fucking Kurse buchen, bin aber gerade überfragt, welchen. Also ich empfehle immer sehr Modul 1, das auch nicht nur drin, ganze mit Shana zum Dealbreakern, 30 Tage Challenge für schwierige Beziehungen, da ist auch drin, diese ganze Dynamik von Bindungsangst und Verlustangst. Also mir schreiben immer wieder Leute, die jetzt neu kommen auf dem Kanal, ist auch immer schwierig, die kannst du jetzt nicht nochmal alles erklären und ich werde es auch versuchen, in Zukunft mal wieder mehr zu machen, aber holt euch wirklich die Kurse, die sind nach wie vor saubillig. Wer weiß, wie lange es noch so bleibt. Und genau, also eins würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe viel Therapie, Erfahrung, Körpertherapie, Gruppenarbeit und halte mich für spirituell und glaube an das Universum. Ich bin Anfang 40, also einiger Zeit Single und habe seit 10 Jahren nur kürzere Beziehungen. Aus einer ging mein Kind hervor, das ich allein großziehe. Ich bin Unternehmerin und kann gut für uns sorgen finanziell. Ich glaube, ich habe schon viel an meinen, wie du es nennst, Standards und Dealbreakern gearbeitet. Das hat sich jetzt gezeigt. Mitte Juli hatte ich online einen neuen Mann kennengelernt. Wie gesagt, ich kann euch jetzt, ich kann das auch niemandem verbieten, wer jetzt sagt, Mensch, bei mir geht nur Online-Dating und so, es geht aber nicht anders, macht es. Aber auch hier wird man gleich wieder sehen, wie schwierig das ist. Das ist einfach nicht so, wie wenn man sich offline kennenlernt. Natürlich gibt es Ausnahmen, ne? Also ganz klar, es lernen sich ja so viele Leute online kennen, natürlich kommen da auch stabile Beziehungen raus, aber ich denke mal, da sind wir doch im etwas niedrigeren Prozentbereich, sag ich mal. Ist ja auch, aber auch das habe ich alles in meinem neuen Buch, hier ist alles verarbeitet, die ganzen gesellschaftlichen Themen, die dahinter stehen und naja. Hat sich alles gut und richtig angefühlt. Wir haben uns 1 bis 2 Mal pro Woche getroffen. Auch mein Umfeld sagte mir, dass alles sehr gut aussieht. Als ich im Urlaub war, übernahm er sogar unseren Hund, was mir viel bedeutete. Und ihn zu fragen, nicht leicht gefallen ist. Er hat sich weniger gemeldet als ich. Überhaupt haben wir uns nicht sehr viel geschrieben, aber eine Antwort kam immer umgehend. Das ist auch völlig in Ordnung und auch aus Polaritätsgesichtspunkten ist eigentlich auch ganz gut, wenn der Mann ein bisschen weniger schreibt. Und überhaupt sollte man auch gar nicht so viel schreiben. So, ne? Dann braucht manche Frauen haben da auch, glaube ich, zu viel Erwartungen an Geschreibsel. Wir haben mehr Zeit bei ihm als bei mir verbracht, was okay war für mich. Er wohnte eine Viertelstunde von mir entfernt und hat im Gegensatz zu mir kein Auto. Er war jetzt 2 Mal bei mir. Jetzt hatten wir unseren ersten Konflikt. In einer an für sich harmlosen Situation hat er dafür sorgen wollen, dass ich mich schlecht fühle, statt zu sagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Es wäre ganz gut nochmal gewesen, so ein Beispiel, aber gut. Ich konnte das zum Glück direkt am nächsten Tag klären und war sehr stolz auf mich, nicht verstrickt zu werden, sondern klar zu sehen, was los war. Dann ging es aber leider weiter. In dem klärenden Gespräch haben wir ein paar Termine besprochen. Unter anderem habe ich ihn gefragt, ob er zum ersten Mal bei uns übernachten will. An diesem Tag kam er dann mit seinem Kind zu uns. Wir haben ein paar Stunden nett zu viert verbracht, allerdings war er merkwürdig distanziert. Auch hat er sich für eine Situation am Morgen entschuldigt, wo er etwas unwirsch war. Was ich aber gar nicht so dramatisch fand. Ja, gut, vermute mal, dass ihr jetzt so 100, 200 Tage Grenze seid, ne? Und man kann ja auch mal schlecht drauf sein, ne? Aber gut, okay. Irgendwie hatte ich auch den Eindruck, er will mir noch mehr sagen, was er aber nicht tat. Als die beiden wieder fuhren, schickte er noch ein Bild aus dem Bus.
Ich antwortete etwas, aber dann kam von ihm nichts weiter. Auch nicht zum Thema zurückkommen und wie geplant bei uns zu übernachten. Ja, das ist natürlich super seltsam, muss natürlich schon sagen. Aber da sollte man auch wirklich fragen, ne? Also da kommt wirklich Kommunikation ins Spiel, so. Wer weiß, was bei ihm da im Kopf vorgeht. Also ihr habt ja schon eine Menge Zeit verbracht jetzt hier. Ich dachte mir, dass er vielleicht etwas Zeit und Abspann braucht und ließ ihn in Ruhe. Du dachtest es. Aber warum fragst du ihn nicht, ne? Wir kommunizieren einfach immer viel zu wenig. Warum fragst du ihn nicht? Warum denkst du das? Also, wir wissen es nicht, ne? So, er war ja vorher so distanzierter, als ob ihn etwas beschäftigte, dann kam nichts. Die Situation war am Freitag bis Montag, hörte ich nichts von ihm, was natürlich schon sehr ungewöhnlich. Offensichtlich ist ja irgendwas. Dann fragte ich per WhatsApp, wie es ihm gehe, antwortete, dass es ihm gut gehe und wie es denn bei mir sei. Auch da, ihr, also ganz ehrlich, finde ich, ihr kommuniziert nicht ehrlich. Du sagst nicht, ey, was ist denn los? Wieso meldest du dich 3 Tage nicht? Was ist denn? Lass uns mal reden irgendwie. Und er aber auch nicht so, ne? Er sagt dann auch nicht, ja, dein Parfum hat mir letzte Woche nicht gefallen und deswegen habe ich mich jetzt 3 Tage nicht gemeldet. Also offensichtlich redet ihr nicht richtig drüber, ne? Normalerweise hätte ich ihn dann angerufen, aber es wurmte mich, dass er sich nicht von allein meldete. Warum rufst du ihn nicht einfach an? Ne? Das ist aber jetzt schon ein Mann, der hat deinen Hund schon versorgt irgendwie, als du im Urlaub warst, und warum muss man da jetzt noch kommen? Er muss anrufen, weil du, warum rufst du nicht an? So, ne? Ihr seid ja auch nicht mehr in einer frühen Dating-Situation und das, glaube ich, manchmal ist zu viel verlangt, immer so, jetzt muss er sich aber melden. Und klar, ich weiß auch nicht, warum er dir jetzt nicht klar sagt, was los ist, aber warum rufst du ihn nicht an, ne? Sonst sitzen da beide und sagen, er denkt sich vielleicht, warum ruft sie nicht an, wir wissen ja auch immer noch nicht, was los ist. Und hatte den Verdacht, dass wenn ich mich nicht kümmere, einfach nichts passiert. Ja, und das könnt ihr ja beide denken und dann geht die Beziehung wegen nichts auseinander, so, ne? Sein Verhalten war mir zu passiv. Daher schrieb ich, dass ich ein anderes Gefühl hatte und dass ich irritiert und verwirrt sei, dass er sich gar nicht meldet. Ja, das finde ich gut. Das ist genau richtig. Dann kam raus, ich hatte wohl am Tag vor unserem Treffen versehentlich ein Bild von mir an ihn geschickt und er hat angenommen, dass ich Chats verwechselt habe. Also ich übersetze das jetzt mal so, er hat, wenn ich das alles richtig verstanden habe, er hat angenommen, dass du einem anderen Mann ein Bild von dir geschickt hast, den du gerade kennengelernt hast auf einer Dating-App-Sorte. Und da muss ich echt ganz ehrlich sagen, warum, war also, ich meine, es ist wie einer dieser verrückten Zufälle, die garantiert keine Zufälle sind, aber habe ich auch schon erlebt, in beide Richtungen, so ein Scheiß. Und ja, und also ich denke, er ist wahrscheinlich, wie du vielleicht auch, genauso abgefuckt von Online-Dating auch, vom ganzen Parallel-Dating, Unehrlichkeit. Und hat sich dann vielleicht gedacht, er ist wieder der gleiche Scheiß, wieder angelogen, wird parallel gedatet. Und denkt sich dann, wie du vielleicht auch, warum muss ich das denn jetzt aufklären? Ich habe ja gar nichts gemacht irgendwie. Und aber er sagt auch nicht, was los ist. Oder jetzt viel zu spät, so, ne? Und du fragst auch relativ spät. Also ihr habt ja definitiv nicht gut kommuniziert, so, ne? So, jetzt gar keine Wertung. Wir sind ja hier, um zu lernen, ne? Im Leben. Auch weil ich viel am Handy war, hat ihn das bestätigt. Ja. Ich sagte ihm weiterhin schriftlich bei WhatsApp, also da, spätestens da solltet ihr wirklich euch treffen, anrufen und das nicht versuchen über, so modern das auch sein mag, bleibe ich dabei, das nicht zu versuchen über Texting zu lösen, weil da fehlt einfach so analoge Kommunikation, ne? Wie klingt die Stimme und was weiß ich. Ich sagte ihm weiterhin schriftlich bei WhatsApp, dass es ein normaler Arbeitstag gewesen sei und ich Dinge zu klären hatte. Ja, ich hoffe, du hast auch gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich dir das geschickt habe und es war einfach ein Versehen irgendwie, ne? Und du musst auch aufpassen, dass er da nicht zu kühl wirst jetzt so. Auch das, wenn er etwas auf dem Herzen hatte, mich ansprechen kann. Ja, aber dass du es, ich meine, wie gesagt, so eine E-Mail ist immer nur so ein kurzer Einblick, hast du es gemacht? Fragezeichen.
dass unsere Kommunikation ziemlich einseitig sei, wie ich das auffassen soll. Wie gesagt, ich ist jetzt nicht so, dass ich dich nicht verstehen kann. Ne? Also da habe ich keine Antwort mehr drauf enthalten. Ja, das finde ich auch nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ne? Vielleicht, aber das ist, vielleicht ist er jetzt so misstrauisch, dass das einfach nicht mehr hinhaut. Ne? Auch der lang ersehnte Anruf kam nicht. Warum rufst du ihn nicht an? Ne? Weil für ihn ist es ja so, dass du hast ja ihm das Foto geschickt, wenn auch unabsichtlich, was er hoffentlich jetzt weiß. In seinem Weltbild hat er vielleicht gar nichts gemacht, außer sich bemüht und seinen Hund versorgt. Und warum rufst du ihn nicht an? Ne? Auch wenn ich die Eifersucht nicht nachvollziehen kann. Ich kann es verstehen. Ich weiß auch nicht, ob das Eifersucht ist oder nicht. Einfach dieses völlig abgefuckt sein von Online-Dating-Apps. Also ich wäre auch hochgradig irritiert an seiner Stelle. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht reparabel ist. So überhaupt nicht. Und ich hätte es auch, glaube ich, hoffentlich viel schneller angesprochen. An seiner Stelle zumindest. Aber es ist immer leicht gesagt von außen. Aber dass ihn das total irritiert, also das wäre für mich auch ganz schwierig, wenn ich jemanden online kennengelernt habe. Ganz, ganz schwierig so. Ja. So hätte ich innerhalb von einer Minute das mit dem Bild erklären können. Ja, aber warum habt ihr das immer noch nicht gemacht? Warum ruft nicht einer? Also ich kann ja jetzt nur mit dir reden. Er ist ja jetzt hier nicht am Start. Also warum rufst du den nicht einfach an, wenn das so einfach ist? Ne? Sei du doch die Schlauere. So, ne? Wir hatten auch im Vorfeld über Fremdgehen oder eben nichts gesprochen und waren uns einig. Ich bin tatsächlich noch nie fremdgegangen. Auch gab es keine anderen Chats. Die App, über die wir uns kennengelernt haben, haben wir beide gelöscht. Ja, aber du weißt doch, wie viel gelogen wird. Und er kann dir nicht in den Kopf gucken. So, ne? Und das ist, ich habe das auch erlebt, als ich noch online gedatet habe, dass dann diese Apps nicht gelöscht werden. Du denkst, es ist alles klar und das ist einfach, auch wenn es gar nicht so ist, also diese Vermutung, dass es so ist und man glaubt ja mittlerweile auch niemand mehr irgendwas, kann das schon sehr verletzend sein, so, ne? Aber ich gebe natürlich völlig zu, dass er auch viel zu wenig kommuniziert, ne? Oder vielleicht sogar noch viel weniger als du. Jo, am nächsten Tag kam nichts von ihm. Nach einem Gespräch mit meiner Therapeutin bedankte ich mich per WhatsApp für die schöne Zeit und machte klar, dass sie hier zu Ende ist. Also ich, wie gesagt, das ist nur so ein Einblick, diese E-Mail, und vielleicht fehlen mir auch Informationen hier, aber ich glaube, dass das gerade, das ist, glaube ich, jetzt auf der Seite von Frauen häufig ein Problem, dass das zu schnell gemacht wird, so, ne? Weil, oh, scheiße, weil Männer kommunizieren einfach weniger, Männer können schlechter kommunizieren. Und dann, witzig, habe ich gerade gestern ein Reel drüber gesehen, dann kommt nichts, man antwortet nicht wie geplant und dann sagt die Frau, so, das war's, was dann wiederum für einen Mann irgendwie verletzend sein kann, denn Männer haben ja auch Gefühle, meint man gar nicht. Aber das ist, glaube ich, zu schnell hier, ne? Aus der Kommunikation gehen ist für mich ein absoluter Dealbreaker und verletzt mich sehr. Ja, also wenn es für dich ein Dealbreaker ist, ist es für dich ein Dealbreaker, ne? Steht mir nicht zu, das zu bewerten, wenn das auf deiner Liste steht. Ich gebe nur mal zu bedenken, ob das nicht eher ein Standard ist, weil ihr habt bis hierhin ist ja wirklich nichts passiert, ihr hattet eine gute Zeit. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das ist ein sehr wichtiger Standard. Und nochmal, ich frage dich einfach, ich kann das aus dieser Mail jetzt nicht letztlich sehen. Hättest du nicht auch mehr kommunizieren können, so, ne? Dass er hier zu wenig kommuniziert, bin ich komplett bei dir. Und du kannst auch sagen, das ist mir einfach zu wenig. Aber mir geht das ein bisschen schnell, so, ne? Und das ist halt dieses Problem mit Chance und Dealbreakern. Super wichtig, die klar zu haben. Man sollte sie nur nicht werfen auf Leute, die das vielleicht gar nicht brauchen. Also ich kenne den jetzt nicht, aber man muss wirklich mit den netteren Männern, ich weiß nicht, ob es einer ist, aber ich sag's nur mal so, muss man wirklich aufpassen, dass man denen nicht so die Standards um die Ohren ballert. Und so, das war's jetzt, während eigentlich gar nicht viel passiert ist. Er hatte ja bis jetzt, außer dass er aus welchen Gründen auch immer irgendwie Schwierigkeiten hat zu kommunizieren, hat er ja gar nichts gemacht. Ganz im Gegenteil, er war ja scheinbar sehr hilfsbereit und ja. Aus der Kommunikation ging es für mich ein absoluter Dealbreaker und verletzt mich sehr. Ja, vielleicht ist er aber auch verletzt, ne? Dann gab es weiterhin einen kurzen schriftlichen Austausch, der rief mich wieder nicht an. Und es ging auch nicht darum,
Also nochmal ganz ehrlich, warum muss, ich meine, ist das denn jetzt auch so eine, ich habe schon so viel Zeit verbracht, das ist jetzt eine Gelegenheit, ich bin ja wirklich absolut nicht gegen per WhatsApp Schluss machen mit den richtigen Leuten, ne, die einen echt scheiße behandelt haben und vielleicht denkst du das ja auch, aber kann man da nicht, könnt ihr nicht einmal, sage ich auch nicht, könnt ihr nicht einmal wirklich, bevor ihr alles so reicht und ich block dich, nicht einmal telefonieren und euch treffen, meine Güte, ey. Aber ich weiß auch nicht, warum er nicht anruft. Also vielleicht denkt er sich jetzt aber auch, ich versuche mich jetzt mal in ihn rein zu versetzen. Oh, da ist das Bild. Sie erklärt sich da gar nicht richtig. Oh, jetzt habe ich Misstrauen. Warum ruft sie denn nicht an? Sie hat mir doch das Bild geschickt. Ich versuche jetzt mal, andersrum zu denken. So, ne? Als ich ihn dann blockierte, rief er an. Also ich weiß wirklich nicht, muss der jetzt, müsste jemand blockieren, der eigentlich gar nichts. Ich meine, wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst dich vor ihm schützen, aber wovor, dass er nicht antwortet oder, also er manipuliert dich ja nicht. Also ich trotzdem bleibt, dass hier vieles schiefgelaufen ist und dann ist es vielleicht auch nicht der Richtige so, ne? Vielleicht wird das auch weiter so schieflaufen, vielleicht passt euer Kommunikationsstil auch nicht zusammen, ne? Aber das ist vielleicht nicht, einfach auch wieder eine Frage, ein bisschen viel, den jetzt zu blockieren, ne? Ob ich ihn blockiert hätte. Es gab eine kurze, heftige Auseinandersetzung. Ich könnte wetten, dass ihr an dem Punkt beide total verletzt wart und vielleicht gar nicht wegen euch, sondern weil ihr auf gar keinen Fall wieder eine Enttäuschung beim Online-Dating erleben wolltet. So kommt mir das vor, so, ne? In der er nur auf den Punkt des Blockierens einging und mit keiner Silbe, dass er trotz des quasi Anbettelns nicht mich angerufen hat. Du schreibst jetzt hier nicht, dass du ihn angebettelt hast und nochmal, warum kannst du ihn nicht anrufen, ne? Oder ich weiß nicht auch nicht genau, was du jetzt mit Anbetteln meinst. Ob du jetzt geschrieben hast, ruf mich an. Aber da frage ich mich auch nochmal, warum rufst du ihn nicht einfach an? Ich wiederhole mich jetzt hier. Und ja, also jetzt wolltest du dich schützen und hast ihn blockiert und damit wahrscheinlich auch ihn sehr verletzt. So, ne? So kommt es mir auch immer vor. Aber vielleicht seid ihr auch sozusagen zu sehr getriggert von diesem Online-Dating, dass das. Ja, aber manchmal braucht es ja nur diese erste Phase, über die man hinwegkommt, dass es dann das Vertrauen auch wieder wachsen kann. Also vielleicht war das hier ein bisschen schnell so alles, ne? Das war das Ende. Jetzt habe ich zwar das Gefühl, richtig gehandelt zu haben, aber dieses Gespräch hat schon gezeigt, dass er scheinbar nicht mehr in der Lage ist, mit mir zu kommunizieren. Es fühlt sich aber scheiße an. Ja, also ich gebe dir recht, dass er auch wirklich echt gar nicht gut kommuniziert hat. Aber das ist mal eins der wenigen Male, wo ich irgendwie Nachfolgung fühlen kann, dass es vielleicht auch scheiße anfühlt, weil da vielleicht mehr Potenzial war und nicht einfach nur so aus Liebessucht scheiße anfühlt. So. 8 Wochen lang war es traumhaft schön und innerhalb weniger Tage ist alles zu Ende. Was kann ich jetzt tun? War ich zu hart? Ich könnte mir vorstellen, ich sage das ja wirklich selten hier, aber dass du vielleicht doch ein bisschen zu hart warst und also mein Bauchgefühl würde mir jetzt sagen, melde dich nochmal ihn, sag, Mensch, das ist irgendwie von beiden Seiten blöd gelaufen. Wollen wir uns nicht einfach mal zusammensetzen auf ein schönes Date und nochmal gucken. Und auch wenn es nur dafür ist, dass du damit abschließen kannst, so vielleicht. Ne? Also in dem Fall könnte ich mir vorstellen, weil es ja hier nicht so um Liebessucht geht oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Sinn macht, so wenn er es dann will, so, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe kurz mal einen Einblick in die Beziehung genommen, der mir prompt wieder genommen wird. Dabei wünsche ich mir wirklich sehr eine gesunde Partnerschaft, Kontaktbeziehung. Danke für deine Arbeit, bin gespannt auf deine Antwort. Ja, also ich denke, das ist tatsächlich, sage ich ja selten hier, einer der wenigen Gelegenheiten, wo man da nochmal einen Move machen kann, glaube ich. Und wenn ja, dann schreib uns auf jeden Fall mal, wie das ausgegangen ist. Interessiert uns alle sehr. Also mach die fucking Kurse. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.